So, hallihallo. Heute wollen wir mal behandeln, was defekt ist, wenn zum Beispiel eine Sprechanlage beim Türgespräch brummt. Das Phänomen kennen viele und wer jetzt danach sucht, findet es ja gerade. Und dem kann ich vielleicht helfen. Ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe mit einem normalen NG und einem normalen Türlautsprecher und einem HT511 den Sprechverkehr aufgebaut, indem ich einfach die Versorgungsspannung plus und minus, beziehungsweise plus und 9 auf den Türlautsprecher geschaltet habe und bin von da mit der 9 aufs Telefon gegangen und 11 und 12 und somit habe ich Mikrofon und Lautsprecher verbunden und habe normalerweise jetzt die Sprechanlage so aufgebaut, dass man außer Klingeln und Tür öffnen sprechen könnte. Jetzt habe ich bewusst aber diesen Brummfehler eingebaut und zeige euch das mal. Das heißt, ich würde jetzt klingeln, was ich nicht aufgebaut habe. Ding dong, ding dong. Nehmt den Hörer ab und habt jetzt dieses hässliche Brummen. Beim Türlautsprecher geht die Lampe an. Das heißt, der Sprachverkehr funktioniert, aber im Background ist dieses hässliche Brummen zu hören. Um jetzt rauszufinden, woran es liegt, ich habe jetzt eine Fehlerquelle mal eingebaut. Das wäre in dem Fall jetzt der Transformator. Kann man das einfach mal imitieren, indem ich so eine 9 Volt Blockbatterie nehme, klemme am Trafo. Wir schalten vorher das Netz aus. Den 9er und den Plus ab. Tun das mal zur Seite. Der Plus kommt auf den Plus und der 9er auf den Minus. Ich halte es jetzt mal hier drauf. Es gibt ja auch diese tollen Klammern. Habe ich gerade nicht da. Und jetzt nehme ich den Hörer wieder hoch. Und jetzt merkt man schon, aha, das Brummen ist weg. Die Lampe vom Türlautsprecher leuchtet. Und wenn ich mal reinpuste, dann habe ich jetzt, ich halte es mal ins Ohr, ein perfektes, glockenklares Türgespräch. In dem Fall muss man dieses Netzgerät ersetzen. Wer Elektroniker ist, kann es auch vielleicht reparieren. Es geht einfach darum, dass innen drin diese Gleichspannung, die für den Sprachverkehr mit 8,3 Volt versorgt wird, nicht mehr sauber, wie gesagt, geklettet ist. Und bringt mir das 50 Hertz Brummen in die Sprachverdrahtung mit rein. Und das bringt dieses hässliche Brummen dann auch zum Lautsprecher. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen. Weitere Videos werden folgen. Ich habe schon Anfragen für bestimmte Thematiken von Sprechanlagen und werde das so nach und nach mal online stellen. Für ein Like oder für ein Abo würde ich mich bedanken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reparieren und Fragen immer schicken. Danke, ciao.